Moin Moin. Wir sind zurück. Und ja, haben die Nacht hier in unserer gemütlichen Liebeshöhle verbracht. Was war das denn gerade? Ich hab kein... Nee, man kann das. Ich glaube, das Plastik ist hier von deinen Pflanzen ist runtergefallen. Das hatte ich auf diesen Fensterbank abgelegt. Hat der böse, böse Wind runtergeschmissen. Wenn du gerade noch unterwegs bist, also und Plan ist folgender, wir basteln noch mit mir mal hier so für das Beinchen, was immer noch im Arsch ist. Brauchen wir Kleber. Und da... Also deswegen hole ich gerade das Wasser. Genau, und dann geht das an. In der Zeit sammle ich hier noch ein bisschen Aloe Vera. Bin schon wieder auf dem Rückweg. Fantastisch. Da noch. Ja, ich kann zwar hüpfen, aber dann verletze ich mich, glaube ich, immer, ne? Ja. Könnte auch jetzt Tarkov gewesen sein. Nicht wundern, Stoff habe ich noch. Stofffetzen. Ja, gut. Denn jetzt noch mal mit Leber. Die habe ich, die sind in der Kiste. Was fehlt uns? Das kannst du den nicht einfach selber bauen? Ja, in einer Schmiede. Ja, gut, dann eben nicht. Dann versuchen wir es so. Dann kann ich nicht weichen, ich muss kämpfen bis zum bitteren Ende. Ich versuche mal, was passiert, wenn ich hüpfe? Vielleicht finden wir ja auch tatsächlich hier noch. Ey, ich guck, hier ist gerade Müll. Haben wir den durchsucht? Nö. Überall reingucken. Das kann überall sein. Natürlich ist das, was man braucht, das ist nie dabei. Und dass wir uns mal die Beine brechen, ist echt selten. Du bist dabei ja gleich gestorben, ne? Ja. Denk daran, da könnte noch eine Mine sein, ne? Nee, eine zweite, am anderen Eingang. Okay, okay. Ich hab's... Ich wollte ja nur nicht, dass du stirbst. Du hast Glück. Kochtopf? Yep. Geht trotzdem schon mal weiter. Ist okay, ich mache dir schnell deinen Mann. Ich frag mich, wo kaum... die Zombies sind aus der Ecke vorhin alle runtergefallen. Wo kamen die denn her? Wir haben hier noch alles aus, gekundschaftet. Ja, ja, jetzt ja, aber ich weiß nicht, wo sie letztes Mal herkam. Ich höre was. Ah, da haut sich jemand durch Glas.
also wir hätten jetzt noch die Stadtpflanzen hier an der Schiene bauen. Die habe ich. In dem dritten. Was denn den Raum, wo wir gestorben sind? Ups. Ich bin im Erdgeschoss gestorben. Nee, weil du runtergefallen bist, Entschuldigung. Mein Licht ist aus. Ah, nee, mein zweites Licht ist an. Hier ist das komplette Licht, das ist doof. Ah, gut. Schon bei mir hier oben? Nein. Nimmst du einen anderen Eingang, oder was? Ja, ich mach den Haus einfach frei. Ich komm dir entgegen. Juhu! Hi. Gib, 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 gib. Hier und hier ist noch mehr Kleber. Hurra! Oh, ich hatte noch gar nicht mein Ding unten. Upsi. Oh Gott sei Dank, gleich benutzen. Dein Bein ist geschient. Gib ihm Zeit zu heilen. Wie viel Zeit gebe ich ihm denn? 29 Minuten, na toll. Das ist nur noch die Hälfte der Zeit. Ja, es war vorhin schon... Ist auf jeden Fall besser. 45, aber ich glaube, jetzt kann ich das Bein ein bisschen mehr belasten. Ich glaube, jetzt kannst du vor allem auch schneller laufen. Hm, das glaube ich auch. So. Ah. Warte. Ah, ich habe hier mal Besuch. Oh. Okay. Ich habe mich gerade gewundert, wer denn die Tür aufgemacht hat. So, ich gehe da jetzt nochmal hin, aber ich baue mir Frames. Ah, hier könnte man noch stehen, ne? Aha. Schlocher. Oh, kann ich da keinen hinsetzen? So, mal gucken, was in der Kiste ist, wo du gestorben bist und ich mich schwer verletzt habe. Ein Magazin, das ist ja natürlich Hammer. Oh, hier ist ein Beamer. Ach nee, das ist nur ein... So, ich war quasi für nichts gestorben. Ach, drei Business-Zombies. Das war ja ein sehr dramatischer Auftritt, Jungs. Tut mir leid, eure Aktien sind nichts mehr wert. Oh. Hast du alle alleine getötet? Ja, es waren drei normale. Oh, hier ist ein Büro des Chefs. Oh, wow. Hm. Nicht so der Hit bisher hier. Aber ich glaube, umso höher wir kommen, umso spannender wird es. Das war ja auch das letzte Mal in dem Gebäude so, dass dann oben die coolen Sachen waren. Da hinten steht jemand. Ha! Super. Das war ein Schuss, Level 99 übrigens. Alter! Nicht schlecht. Da kommt ein schneller. Oh, super. Der kam hier gar nicht an. Ich hau die nicht mehr so ein. Da habe ich mich schon zu häufig verletzt bei. Ich nicht. Ah, da ist er drin. Toll. Konnte gar nicht durch das Objekt schießen. Sehr schön. Oh, das war sogar ein schneller. Wo höre ich einen? Ah, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Jo. Ein Fahrstuhlschacht. Oh, hinter uns!
Scheiße. Voll daneben geschlagen. Danke. Da scheint nichts zu sein. Nö. Im Fahrstuhlschacht war auch nichts. Ich habe ihn mir jetzt nicht so genau angeschaut. Pokale, juhu. Wollt ihr eigentlich zerlegen? Aha, fallen lassen. Man kommt da eine Etage höher. Okay. Können wir uns ja mal merken. Weil es hier keinen anderen Weg gibt nach oben. Ja, aber ich meine, wir sind doch über die Treppe. Also ich würde tatsächlich eher über die Treppe versuchen. Ja, ich auch. Aber vielleicht kommen wir dann in einen Raum, wo wir nicht sonst reinkommen. Müssen wir mal dran denken. Weil hier gibt es ja auch nur einen speziellen Weg hier einmal rum. Ja, ja. Hier kommen wir gar nicht weiter. Ich geh mal hoch. Was ist eine Tasche? Wieder hoch. Compoundbogen. Nee, brauche ich nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Hier, die Wand ist kaputt. Hm. Oh Gott. Weil da rechts ist nämlich ein Weg gewesen, wo wir nicht weiterkommen. Eine Art Rolltor ist da drunten, weißt du? Und da hier eh schon kaputt war, dachte ich mir, gibt's hier doch bestimmt weiter. So, gucken wir mal. Noch mehr Bücher. Oder waren wir hier schon? Ich weiß nicht. Da alles leer. Ja, leere Bookcase. Ja, dann waren wir hier schon. Aber ah, sind wir jetzt einem Kreis gegangen. Okay. Kommen wir jetzt hier höher? Ja. Siehst du, war auch eh dein Ziel, höher zu gehen. Hier mit dem Treppenhaus und, Oh! Was? Oh? Oh. Ich dachte mir, ich gebe Feuerunterstützung. Jetzt hier nur weiter hoch. Komm gleich nach. Ich will nur kurz gucken, ob von hier oben was kommen kann. Ja, kann. Ich mach mal die Tür zu. Da wird echt was zusammengekloppt, hä? Ja. Viele? Da sind Schnelle dabei. Oh oh. So, einer ist da noch. Oder zwei, okay. Ah, da kommt auch noch einer. Von wo kommst du denn her, du Arsch? Aus dem Treppenhaus. Ich bin noch extra nach oben. Oh, 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 oh. Klettern aufeinander, was soll das? Heinrich! Ja, ich bin irgendwie runtergeglitscht. Ich habe extra oben die Treppe zugemacht. Die Tür zu. Ich mach jetzt hier auch die Tür zu. So. Das Regal war mal. Einfach mal die Fresse halten, die kommt von unten. Oh, da kommt noch einer. Ich mach die Frames jetzt weg. Ja, mach mal. Geh mir ja sowas von auf den Sack. Okay, die krieg ich doch nicht weg. Egal, dann lass es ja. Oh, Tür zu.
Klingt schon wieder so nach Falle hier. Ist erledigt. Ah, hier hängen sie auch auf den Regalen. Mhm. Oh, hier sind auch zwei. Oh, jetzt kriege ich den da nicht abgeschossen oder was? Scheiße. Oh. Huhuhu! Lucky Shot! Ich muss auf die andere Seite, weil ich konnte den einen leider nicht abschießen. Bin ich ein bisschen doof. Da denn, wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Da. Feuer! Dann liegt da noch einer. Ja. Das klingt hinter uns. Oh, das ist hinter mir. Da sind einige. Oh, oh, ah, Hilfe! Ah! Oh ja, erwischt er mich! Achtung, hinter dir müsste gleich einer kommen. Ne, wo ist der denn hin? Du machst das schon. Ach, da ist er ja. Dich habe ich gewartet. Dann ist da noch eine dicke. Die läuft, die ist gleich schnell. Oh. Ja, bei mir! Da liegt sie! Ach, danke. Weil das Waffenwechseln ist immer so eine Ja, ja. Oh, da liegt doch was drin. Ah, die ist tot. Gut. Ja, von irgendwo arbeitet sich schon wieder einer hier rein. Oh, Benzin fast gefunden. Die Bücherschränke hat noch nicht durch hier, oder? Nee. Ich wollte erstmal hier so ein bisschen... Ja, ist okay. ...säubern, bevor ich anfange, die Bücherschränke zu durchsuchen. Ich wollte eh gucken, wo noch einer ist. Oh, hier leuchtet was. Hier ist noch viel bei mir. So, du bist erstmal eine normale. Ah. Wow! Da ist nämlich noch ein Leuchten da drin. Warte mal. Bauen wir uns hier einfach mit Frame auf dem Dach hier. Oder hier auf das Regal oder so. Oh ja, das ist... Ne, hier ist kein Regal. Ich meinte hier. So quasi. Hui. Jetzt von mir aus kannst du den anlocken. Ah, hör auf zu spannen. Nimm. Ja, genau. Ja, kannst du den aber anlocken, bitte? Der hat nämlich sonst ganz schnell meinen Frame hier weg. Oh, das ging aber schnell. Kreuzfeuer, keine Chance. Dann bleib mal da oben. Dann gehe ich jetzt mal. Ich liebe unser Teamwork, Heinrich. Achso, hier ist sauber. Jetzt ist sauber? Jetzt ist sauber der Raum, ja. Gut, dann können wir jetzt anfangen, die Bücherregale zu durchsuchen. Ja, einen Teil habe ich schon durchsucht. Ah. Aber leider auch nur Zettel gefunden oder diese einzelnen Magazinsachen hier. Naja. Dass du 30 Minuten schneller aufs Klo kannst oder so. Das haut mich jetzt nicht so um. Ja, klar, wir brauchen ja auch die Bücher nicht mehr so dolle wie früher. Doch, so ein Buch für einen Erdbohrer oder so. Muss man den... Ah, musste man den extra lernen, den Erdbohrer? Ich dachte... Ja, man muss den hier lernen, aber du brauchst kein Buch dafür. Früher haben sie ja alles über Bücher gemacht. Das fände ich irgendwie... Ah, war eine nette Idee.
Ja, war nur frustrierend, wenn man die Bücher nicht gefunden hat. Ich denke nur an unser... Ja, aber jetzt macht... Oh, ey! Ich bin echt zu blöd. Jetzt macht dieser Crack-A-Book aber keinen Sinn mehr, weißt du? Ja, ja. Du sollst das benutzen. Zaho, ich schlage echt keine Bilder mehr. Dann lass mich das machen. Ich kann das. Ja, dann können wir auch von mir aus gleich die nächste Etage gehen. Oh, wo bist du denn da lang gegangen? War ja nicht auch früher ein Tresor drin? Ja, hier waren ganz viele Tresors früher. Ja, wollen wir gleich in Etage 5 gehen? Jo. Okay. Hat sich jetzt hier nicht so gelohnt. Na gut, dann sind wir schneller durch. Ist doch auch nicht schlecht. Wir haben ja früher sonst wirklich sehr, sehr lange für so ein... Oh, das ist schon mal eine potenzielle Schutzetage. Ja, da geht's immer noch höher, ne? So. So, wunderbar. Hier geht's zu Print, das haben sie überarbeitet, das war ja früher nicht. Aber hier kommt man auch... Oh, hier ist noch ein Jagdmesser. Wunderbar hoch. So, unsere Schutzzone ist eingerichtet. Oh! Die habe ich gar nicht gehört, die Schweine. Oh. Das wird schneller. Alter, die haben sich voll angeschlichen. Alter Schwede. Der hat mich bluten lassen, der Arsch. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, dass die so schleichen, diese Arschlöcher. Ah, Machete, Stufe 4. Für dich. Ich will es eh nicht haben. Wenn du haben willst, schmeiß ich es dir raus. Ja, ja. Warte. Machete, hier. Mag die mal. Ich nicht. Ich mag meinen Baseballschläger. Ja, ich werde den jetzt auch erstmal noch weiter benutzen, weil die auch nur Stufe 4 ist. Oh, kann man leider nicht abbauen. Oh doch, warte, ich kann ihn ja kaputt machen. Da gibt's bestimmt tolles Metall und so. Ja, geschmiedetes Eisen. Du hast Besuch? Noch nicht. Ah, ich habe gerade Zombie gehört. Ja, ich auch. Mache ich hinter uns mal die Tür zu. Ah, hier kann man auch Türen schließen. Das flackert wie eine Falle. Hm. Ja, genau. Machen wir da mal so eine Schießscharte raus quasi. Kannst du was sehen? Ich sehe niemanden. Ich will einen auch nochmal weg haben. Cool, das sah früher nicht so cool aus mit den Rollen. Nee, nee, nee. Ja. Hm. Hier ist die Tür zu, ein bisschen Stacheln. Ja gut, lass uns hier durchgehen, hast recht. Der andere Raum wirkt wie eine Falle irgendwie. Ja. Okay. Hier ist irgendwie nichts. Ah, früher weiß ich noch mal die ganzen Sachen hier, die elektrischen Sachen auseinandergenommen. Hm. So, schneller Zombie hinter dir, hinter dir, hinter dir, schneller Zombie, Zombie. Die kam irgendwie von oben, die doofe Kuh. Oh,
mein Arm. Kommt von oben noch mehr? Nee, gut. Gerade nicht. Mein Arm. Oh, mein Bergbauhelm ist fast im Arsch. Achtung, Zombie von hinten ist aber normaler. Ups. Aua. Arschloch. So, ich wollte nur ganz kurz die Klamotten, die ich habe, zerlegen. Okay. Zerlegen, ich brauche einfach nur die Klamotten haben. Kamen die da von oben runter? Da muss man echt aufpassen. Einem schnellen Zombie den Kopf weggeballert. Ah, hier kommen hier aufs Dach. Ah. Warte. Da sitzt noch einer. Ja, den habe ich gerade den Kopf weggeballert. Ach, der. Der flog hier richtig. Ja. Super. Meine Dinger haben eben Wumms. Da kann man den hier kaputt machen. Und dann kommst du hier so drauf. Klack, klack, klack. Und hier so, klack. Und dann da so, klack, klack, klack. Vorsichtig, hier gibt es bestimmt wieder Vögel. Da kommen sie. Ah, daneben. Auch daneben. Schön, dass da Rohre sind. Schön auf die Nüsse zielen. Da stirbt er auch. Okay, daneben. Ah. Scheiß Rohr. So. Ja, das Rohr ist im Weg für Kopfschüsse. Hier sind oh, da hinten ist ein Bulle auf jeden Fall. Noch mehr Vögel. Pass auf. Oh, ich... Achtung, schneller, komm hier hoch. Ich komm da nicht hoch. Komm nicht da hoch. Du bist ja schnelle. Den nicht. Da unten. Hm. So. Ah, ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Ich glaube, da liegt auch einer. Ich glaube, es sind zwei Bullen. Einer steht, einer liegt. Okay. Wollen wir zusammen auf den Stehenden schießen, auf den Kopf? Ja. Drei. Auf eins dann, ne? Also drei, zwei. Also drei, zwei, eins Feuer oder drei, zwei, eins und auf eins feuern? Auf eins. Okay. Drei, zwei, eins. Sehr schön. So, siehst du den anderen Bullen? Nee, warte, da liege ich. Ich sehe da nur einen Business-Typen. Was ist ein Business-Bild? Ja. Versuch, ich weiß. Ah, nee, den meinte ich nicht. Hier links. Da. Ach, da. Ich weiß nicht, ob es der Kopf ist oder ein Bein. Drei, auch wieder auf eins, ne? Ja. Drei, zwei, eins. Ha! Sehr schön. Gut. Mehr sehe ich hier erstmal nicht. Puh. Sieht irgendwie regelrecht nach einer Falle hier oben aus. Ich kann mir nicht helfen. Ja, ich gehe lieber einen anderen Weg. Ich schlachte nebenbei nochmal die Vögelchen ab. Weil Federn brauchen wir ja auch. Ich bin auch ziemlich voll. Nö, das war's hier oben. Alter, das hat sich hier oben aber gelohnt. Taschen hast du schon alle durch? Ja. Ach, diese scheiß Seiten, ey. Scheiße. Gut. Okay.
Ah, ich habe, glaube ich, jetzt hier zweimal, aber schon, eins ist noch in der Truhe, aber zweimal so einen Bausatz für Scopes. Ich habe so ein Bipod-Schema gefunden. Ja, Gut, dann. dann würde ich sagen, gehen wir runter. Genau, bis wir unten Oh, guck mal, sind. hier geht's auch ins Treppenhaus. Wo bist du denn? Ja, andere Seite? Ach, da bist du, ja. Ah, Treppenhaus wäre jetzt. Wir sind da runtergekommen. Gesprungen. Okay, Glück gehabt. Mich da versprungen, du. Die Frames nehmen wir mit. Ja, ich wollte sie dir jetzt noch nicht wegnehmen. Nö, nee, ist okay. Weil ich dachte mir, durchs Treppenhaus kommen wir am schnellsten nach unten. Und am unkompliziertesten. Ja, am schnellsten ist immer am besten. Oh, Frames mitnehmen. Klatsch. Ja, dafür, dass wir eigentlich schon so gut ausgerüstet sind, brauchen wir trotzdem aber schon Ewigkeiten, um das hier durchzugucken, ne? Und fallen immer noch auf die einfachsten Fallen rein. Ah, ne, Mal hier nichts ist essen. zugeschustert. Ah, hier kommt man auch raus. Zack. Ja, und ich packe jetzt wieder ganz viel Zeug erstmal in mein Autochen. Ne, ich packe erstmal oben in die Kiste. Ich packe es gleich in mein Autochen. Okay. Warum soll ich so eine Kiste packen, wenn ich es später sowieso ins Auto packe? Ja, dann kann man da vorsortieren. Naja, hast du recht. Ich pack's jetzt auch in mein Moped rein. Ach so, es ist dein Moped. Du hast ja zwei Mopeds. Also, das ist ja dein Ja, Moped auch hier. genau, und mein Moped wollte ich hier auch in mein Auto reinpacken. Pia braucht kein Mensch, geh weg. Ja, habe ich auch gleich weggeworfen. Scheinwerfer. Boah, keine Sau. Kommt nach oben. Ihr Jagdmesser muss ich eigentlich auch mit mir rumschleppen. Oh, warte mal, das trübe Wasser, klar, das trübe Wasser können wir doch mitnehmen. Das sind Autos. Also wir könnten noch nebenbei echt Autos auseinandernehmen. Na, noch haben wir Zeit, also. Ja, die Nacht ist noch nicht vorbei. Oder hat noch nicht mal angefangen. Ja, dann würde ich sagen, nur zwei. Hunde! Hunde! Auf zum Warte. Heimatshunde! Oh, und leuchtet Zombies. Komm hoch und nimm die Dings weg. Wir sind under attack. Ja, ich komme leider nicht durch die. Nimm die Frames weg. Ich komme da nicht mehr ran an die. Ich glaube, die haben sowieso den Mülleimer zerstört. Ja, haben sie. Oh, ich muss entspannen. Ja, rennt doch ins Haus, ist mir doch scheißegal. Okay. Alter, ein Hund ist auf jeden Fall jetzt im Haus. Ich habe nur einen Meter Schrot getötet. Hier, wir können das Oberlicht nutzen. Fantastisch. Ich glaube, wir haben Verstärkung geholt.
Die kommen hier nicht hoch. Nee, aber die sind da am Eingang, glaube ich. Hm. Arschlöcher. Oh, Drecksköter. Schön in den Popo geschossen. Immer wenn ich auf ihn schieße, rennt er weg. Ich hab ihn jetzt erledigt. Das Oberlicht ist praktisch. Haben wir uns gut ausgesucht, das Häuschen. Ja. Ja, welches Häuschen wollen wir denn als nächstes nehmen? Ich weiß es nicht. Wir haben da noch so ein relativ hohes und wir haben das ganz hohe und wir haben die Baustelle. Wollen wir mal eher mal, noch mal durchfahren, gucken, was es hier für tolle Gebäude gibt? Weil hier ist eine Firestation. Was könnte in der Firestation sein? Autoteile. Aber mehr auch nicht. Vielleicht gibt es hier so einen Shotgun-Laden, weißt du? Ein Shotgun-Messiah. Also da vorne ist auf jeden Fall noch so ein Shemwood. Shemfood. Shemways Food oder wie das heißt. Warte mal. Kann ich mal. Da kann ich nicht lesen, was das ist. Das ist aber kein Crack-a-Book, oder? Ich glaube, das ist Popopilz. Popopilz. Das könnte Popopilz sein. Boah, Popopilz könnte man ja auch gebrauchen. Ansonsten würde ich sagen, kundschaften wir mal aus und dann können wir immer noch entscheiden, wo wir reingehen. Popopilz oder Crack-a-Book, eins von beiden, aber ich glaube, das ist Crack-a-Book. Ich glaube auch, ich kann es aber nicht ganz erkennen. Ja, wir können uns morgen auch erstmal umschauen und dann entscheiden. Genau. Aber welches würde dich denn so allgemein am ehesten reizen, lieber Heinrich? Puh, das hatten wir ja. Das dauert länger, ey. Das dauert echt ein paar Tage, bis wir uns da durchgearbeitet haben. Das hat ja nur wie viele Etagen gehabt? 1, 2, 3, 4, 5. Das hatte 5 und das Dach. So, und die nächsten sind auf jeden Fall größer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das andere hat noch mehr. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 und das Dach. Also wenn ich weiß nicht, ob meine Munition noch dahin reicht. Ja, ich habe auch nur 95 Schuss. Ich habe 116, also. Dann würde ich sagen, schauen wir uns eher die kleineren Gebäude morgen hier einmal an. Ja, und dann könnte man auch... Man kann hier nochmal häufiger herkommen. Also die Baustelle willst du bestimmt nochmal machen. Ja, ich liebe Baustellen. Und das andere Gebäude hier, das könnte man auch... Ja, kann man auf jeden Fall noch viel gucken, aber... Wir haben hier erstmal schon eine kleine Festung quasi, das ist schon mal gut. Ja. Wir haben hier was zu essen und ich überlege, ob wir dann vielleicht das hier mit Leitern machen. Dass wir, so wie bei unserer Basis, dass du da hinhüpfen musst. Wenn wir angegriffen werden, können wir oben die lockerste Sprosse einfach abschlagen. Ich glaube, das ist besser als hier mit diesen Kackframes. Gut, das machen wir aber alles nächstes Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ab in die Liebeshöhle. Ja, Liebeshöhle, ich komme. Liebeshöhle. Party in der Liebeshöhle. Genau. Und. Ich höre lieber auf.